Hallo, ihr Mutigen, der Wilde hier. Und wir nähern uns dem Ende der Juni-Season in der CWL. Und natürlich gibt es auch wieder ein paar Einblicke in das, was bei uns lief. Na, wir fangen an mit Mutig im Herzen und gucken da ganz besonders auf die TH9. Also 9 gegen 9 Angriffe. Und die sind immer noch richtig, richtig schön. Changeld, der kleine Account von unserem Big Jabba, Rathaus 9, schnappt sich eine Rathaus 9 Boxspace und kommt da mit Golem-Hexen-Kombination. Geht da richtig schön in die Mitte rein. Clanburg unter Gift, Queen nimmt sie raus und dann kümmert die sich dank der Reichweitenvorteile um den Inhalt der Boxen, während die Bowler und Hexen das Rathaus rausnehmen mit Sprungzauber und der Rest ist eigentlich nur noch aufräumen. Ja, also Golems, Hexen, Bowler in Clanburg, das ist eine schöne Kombi, gerade für solche offenen Bases, wo man richtig gut durchlaufen kann. Weiter geht's in Krieg Nummer 5 gegen die Hellfire Corner. Kommt Mini Willi zum Einsatz und zwar mit einer Variante vom Packer Smash. Ja, ein Coconut Loon Baby dahinter, um den Funnel zu richten, halbwegs. Ja, driftet leider nach außen ab, statt in der ersten Reihe noch ein bisschen oder in der zweiten Reihe noch ein bisschen zu funneln. Deshalb hält sich die Queen da relativ lange auf. Jetzt der Wutzauber, um Gegners Queen rauszunehmen. Dann geht es nicht zur Seite. Und von daher funktioniert das mit dem Übergeben der Heiler diesmal nicht so richtig, aber das macht nichts. Die Päcker, die Dreier-Päcker auf Rathaus 9 haben so immens viel Leben. Da gibt es keine Death, die gegen gewachsen ist. Von daher überhaupt kein Problem. Die Päcker tanken für die Bowler. Die Queen mit den Heilern arbeitet gemütlich weiter, hat den zweiten X-Bogen rausgenommen, wird jetzt dann mal gezündet, damit sie nicht abkackt. Und dann seht ihr schon, da ist nichts mehr an Verteidigung, was auch nur annähernd gegen diese Menge an Truppen was ausrichten könnte. Von daher wunderschöne 3 Sterne. Also auch die Packers funktionieren auf Rathaus 9. Und weiter geht's in Krieg Nummer 7. Das ist das Finale in diesem Clankrieg um den zweiten Aufstiegsplatz. Mutig im Herzen gegen Panglima Tempur. Wir mit 2 Zwölfern, die mit, ich weiß nicht, 9. Und trotzdem sieht das ja recht gut für uns aus. Hier kommt jetzt der Abstrakt. Zweite Count vom Sparta. Na, Sparta ist ein Rathaus 11, Abstrakt Rathaus 9 und er kommt hier mit Killsquad Valkyren. Ja. Auch das funktioniert wunderbar. Mit einem Sprungzauber frühzeitig gesetzt hat er die Valkyren wirklich in die Mitte gezogen. Und dann geht das hier wunderbar durch die Base durch. Ja, immer wieder Wut, damit die umso mehr rasieren, die netten roten Mädels. Mauern sind da überhaupt keine Probleme. Und von daher easygoing, 3 Sterne, sehr, sehr schick. Na, also ihr seht, eine unheimliche Taktikvielfalt auf Rathaus 9 und es kommt noch besser, haben wir ja gerade gesehen, dass noch angegriffen wurde. Und zwar ein zweites Mal der Jungle. In diesem Fall kommt er hier mit einem Lavalunien. Ja, nur seine Helden dabei, 2 Hunde, einen dritten in der Clanburg und die Loons und ein paar Luckys, na, Minions, damit er aufräumen kann. Ein bisschen was an Frost, ein bisschen was an Wut und Eil und damit geht es wunderschön durch die Base. Zwar anders, als er es ursprünglich gedacht hatte, denn die Tesla-Farm hat ihn da an dieser Stelle ein wenig überrascht.
Aber meine Güte, das Ergebnis zählt. Es sind 3 Sterne. Es ist ein richtiger Overkill. Da ist ein Hund noch nicht mal geplatzt. Massig Aufräumtruppen da. Loons übrig. Also Lavalunien, auch auf Rathaus 9, immer noch eine Option. Und jetzt eine Reminiszenz an schönste alte Zeiten in Krieg Nummer 6 hat Mini nochmal die absolute Standard-Rathaus 9 Base gefunden. Meine absolute Lieblingsbase auf Rathaus 9 gewesen, also zum Angreifen, nicht um sie selbst zu haben. Denn da ist kein Platz für Riesenbomben, da ist kein Platz für irgendwas anderes. Man weiß genau, wo die Teslen stehen. Es können keine Fallen sein. Und von daher ein wunderschönes Jumped Kill Squad Go Hawk. Und ja, die Hawks gehen da ganz gemütlich durch, haben 3 Heilzauber dabei, bei nur 2 Segmenten, in denen noch Flächenschaden rumsteht. Von daher, der letzte Heil war mehr oder weniger unnötig. Aber ja, dass diese Base immer noch in Kriegen genutzt wird sogar, ist mir ein völliges Rätsel. Aber naja, wir sagen danke. Schöner geht's nicht für Gorok. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Uns hat's gefallen. Fakt ist, im Main-Clan sind wir aufgestiegen in Meister 1. Hier werden wir sehr wahrscheinlich aufsteigen in Kristall 1. Also diese Clan-Krieg-Liga war erfolgreich. Und besten Dank auch an unsere Gäste von den Noobs.